Herzlich willkommen zu unserem Piratenabenteuer. Man sieht schon, ich bin jetzt hier oben rechts und unten links ist die Rike. Das heißt, ich bin heute Spieler und nicht SL. Was spielen wir denn heute, Rike? Wir spielen heute Mord auf Musgrave Island. Das ist ein kleines Piraten-Krimi-Abenteuer, mal so ganz anders als das, was wir sonst spielen. Es ist eigentlich ein Abenteuer, das für das Regelwerk Private Eye gemacht wurde. Ich habe das einfach ein bisschen für Call of Cthulhu adaptiert, weil ich in dem Regelwerk einfach ein bisschen vertrauter bin. Das Abenteuer ist aber ansonsten inhaltlich so belassen, wie es ist. Gab es zum Gratis-Rollenspieltag. Findet ihr im Internet, wenn ihr Interesse habt. Genau. Und wir spielen im Jahr 1692 an Bord der Galeone Luca Bunkle, die unter dem Captain Sebastian Moran fährt. Und ihr seht hier vier wunderbare Mitglieder dieser Crew, beziehungsweise drei. Aber ich glaube, das erklären euch die Spieler erstmal selbst. Wer seid ihr? Athene? Wie immer. Genau. Machen wir es so durch, ja. Ja, ich bin Mary Read, unter dem Namen eigentlich Mark Read, also vorher auf dem Schiff gewesen. Ich bin leider aufgeflogen. Ich bin eine Frau, die sich aber als Mann ausgegeben hat und auf dem Schiff auch als Sunny bekannt, weil ich meistens mit einem riesengroßen Grinsen und guter Laune übers Schiff laufe. Okay, ich spiele José Marquez. Auch Toro genannt von der Crew, den Namen hat er irgendwann gekriegt, weil er säuft wie ein Stier und kämpft wie ein Stier. Also er ist gut im Faustkampf und mit dem Säbel gefürchtet. Ansonsten, ja, er kann in dieses Krähennest hochklettern, das sind noch seine Fähigkeiten. Und er ist gut in Dinge erkennen, aber er ist nicht so gut darin, Dinge zu interpretieren. Das heißt, ihm fallen manchmal Sachen auf, aber er versteht es dann nicht wirklich, was damit. Also er ist kein Sherlock, da fehlt ihm noch ein bisschen was dazu, aber dafür habe ich hoffentlich meine Begleiter, die das kompensieren können. Haben wir das? Vielleicht, ich hoffe. Danke mal. Also ich bin Edward Armstrong, ein Admiral im Dienste des englischen Königpaares und ein treuergebener Untertan und ausgezeichneter Mann auf dem Meer und leider hier Gefangener auf dem miesen Piratenschiff. Leider wurde mein tolles Schiff, die HMS Bell, von diesen Ratten versenkt und liegt nun am Meeresgrund. Sie hätten mich mit untergehen lassen sollen. Hätten wir das mal gemacht, ne? Ich spiele Arthur Doyle, von der Crew nur Pick genannt, aufgrund seines Aussehens und seiner Lache. Ich bin der Schiffskoch an Bord und bekannt für meinen sagenumwobenen Schrimpeintopf. Und ohne mich hat die Crew halt nie was Gutes zu essen. Und deshalb begleite ich euch. Mhm. Sehr schön. Also eine bunt zusammengewürfelte Crew hier auf jeden Fall. Und einen Gefangenen, mit dem man noch nicht so richtig weiß, was man mit ihm machen soll. Erstmal vielleicht ein bisschen zum Hintergrund. Ihr seid eben auch unterwegs auf den Meeren. Zeitlich ist es so, euer Captain war früher einmal Freibeuter im Dienste Englands. Also er war wirklich mal ein Seemann für die britische Krone. Als Großbritannien sich dann aber entschieden hat, dass man keine Freibeuter mehr so haben möchte, hat er gesagt, nee, egal, dann werde ich eben gesetzloser Pirat. Und er hat einige von seiner damaligen Crew sind noch bei ihm. Ihr seid alle eher relativ so frisch dazugekommen. Das heißt, ihr gehört nicht zu der ursprünglichen Crew. Euer Captain ist ein guter Mann, also gut fair, bezahlt auch fair, teilt die Beute fair auf. An sich habt ihr nicht über ihn zu beschweren. Ihr seid auch demokratisch organisiert. Das heißt, euer Captain wird auch wiedergewählt. Und wenn es eine Abstimmung gibt, die den Captain abwählt, dann wird auch ein neuer Captain bestimmt. Und ihr habt auch eben eigene Gesetze an Bord. Also wenn jemand gegen diese Gesetze stößt, gibt es so ein Schiffstribunal und dort wird entschieden, was praktisch, ob die Person schuldig ist und wie sie bestraft werden soll. Das kann halt auch kann sein, über die Planke gehen, du wirst Kiel geholt, du wirst ausgesetzt, am nächsten Hafen zurückgelassen, was auch immer. Vielleicht bekommst du auch nur ein paar Peitschenhiebe, je nachdem, was passiert ist. Aber an sich alles schon relativ demokratisch organisiert. Eure Situation ist, ihr habt eben die HMS Bell versenkt vor kurzem. Die hatte ein bisschen Schlagseite durch einen Kampf mit einem französischen Schiff. Und dort habt ihr eben Tatis Charakter, den Edward Armstrong, als einzigen Überlebenden aus dem Meer gezogen und ihn seitdem in eure Brigg geschwert. Der Captain denkt, er könnte ein gutes Druckmittel sein. Allerdings habt ihr den Zorn des Captains von der HMS Baskerville auf euch gezogen, weil das ist der Bruder von dem guten Edward Armstrong. Und der ist nicht so happy, dass ihr das Schiff versenkt habt. Und das ist eben gerade eure Situation. Also das Schiff ist von der Feuerkraft deutlich besser ausgestattet als euer Schiff. Allerdings habt ihr eines der schnellsten Schiffe in der Karibik.
weswegen es euch mit der guten, mit der Tatkraft des Navigators und eurer Tatkraft beim Segel setzen und richtig einstellen gelungen ist, der HMS Baskerville zu entkommen. Und jetzt seid ihr eben auf dem Weg zu eurem Unterschlupf, nämlich Musgrave Island. Da hat euer Captain vor kurzem oder schon noch vor ein paar Jährchen wahrscheinlich schon eben so eine kleine verlassene Insel gefunden, die eine gute Bucht hat, an die man nicht so leicht rankommt. Und dort habt ihr eben so einen kleinen Unterschlupf aufgebaut und dort lagert ihr auch eure Beute zwischen, wenn ihr irgendwie mal was lagern wollt, damit nicht alles verloren ist, falls es irgendwelche Probleme gibt, falls euch was abgenommen wird und so weiter. Und da seid ihr jetzt eben gerade angekommen und ihr zu eurem Leidwesen handelt es sich um eine Vulkaninsel, die noch sehr aktiv ist. Das heißt, ihr kommt so kurz vor dieser Bucht, seht ihr das alles von so einer dunklen Vulkanasche, Vulkannebel umwoben wird. Und das heißt, es macht es euch leider unmöglich, in diese Bucht einzufahren. Ihr seht aber von Weitem das Signalfeuer eures Wachpostens, der dort abgestellt ist, nämlich von Goodman. Der hat oben so einen Fackelturm und der hat euch wahrscheinlich doch schon von Weitem gesehen und gibt euch das Zeichen, okay, ist alles in Ordnung. Der Captain entscheidet sich aber dazu, okay, wir bleiben erstmal diese Nacht über jetzt noch in der Bucht und am nächsten Tag fahren wir dorthin, lagern unsere Schätze zwischen. Er sagt auch, dass die gute Sunny leider von Bord gehen muss, weil die einigen abergläubischen Piraten der Crew es nicht so gut finden, weil man weiß, eine Frau an Bord bringt einfach Unglück. Das gleiche soll auch mit Edward Armstrong, der an Bord nur der Bastard genannt wird, mit dem soll das auch passieren. Den will man nämlich da einlagern, um ihn eben als Druckmittel nutzen zu können, falls es irgendwie doch nochmal Zusammentreffen mit der HMS Baskerville geben soll. Und Pick hatte angemeldet, dass er am nächsten Morgen mit runter an Land gehen möchte, um ein bisschen Kräuter und so zu sammeln. Genau, und dann, ihr nächtigt in aller Ruhe, ihr seid auch ziemlich fertig von dieser anstrengenden Verfolgungsjagd und der gute José bekommt die Aufgabe, den Gefangenen für die Nacht zu bewachen, dass der irgendwie keinen Ausbruchsversuch unternimmt. Pick kann nach seiner Arbeit in der Küche, kann sich einfach in seine Gemächer ziehen und Sunny bekommt für den Abend auch keine weiteren Aufgaben, das heißt, du kannst dich einfach erholen von der Überfahrt. Toll. Und sorry, José. Habe ich wieder die Nachtschicht erwischt hier. Hast du schon wieder die Nachtschicht erwischt? Ja, und am nächsten Morgen trommelt der Captain euch eben zusammen, sagt: José, du hilfst beim Transport des Gefangenen mit an Land. Ja, Pick, komm mit, du wolltest auch mit auf das Boot. Und Sunny, es tut mir echt leid, du hast gute Arbeit hier gemacht. Kann mich über dich nicht beschweren als Matrosin, aber du weißt ja, wie das ist mit dem Aberglauben. Ja. Ja. Aber ich bin sicher, du wirst dich auch an unserer Landposition sehr nützen. Langweilig. Und vielleicht kriegen wir das auch alles irgendwie geregelt, aber erstmal ist es, glaube ich, besser, wenn du dort unterkommst. Vielleicht ist doch nichts passiert, oder? Während ich hier noch war. Noch nicht. Ja, aber sobald die erste Sache schief läuft, du weißt doch, wie es ist. Du hast es ja mitbekommen. Ja, und neben eurer Truppe ruft er eben noch zwei Besatzungsmitglieder dazu. Das eine ist Peter Carey, genannt Black Peter. Das ist der Quartiermeister, also der regelt sozusagen die ganze Verteilung der Beute und die Warenbestellungen und alles und ist auch die rechte Hand des Captains. Der kommt mit an Land und außerdem holt er sich noch einen Matrosen dazu. Das ist der gute Piper, also beziehungsweise Anthony Piper Davies. Und das ist ein herkömmlicher Matrose, der dafür bekannt ist, dass er einfach die musikalische Untermalung des Abends immer mit seiner Flöte erledigt. Und das ist auch einer von denen, der dich auf jeden Fall von Bord haben möchte, weil der ist extrem abergläubisch. Ja, und ihr holt eben euer großes Beiboot, also ein kleines Beiboot, so ein Dinghy, da passen so drei Leute rein. Und es gibt eben so ein großes Beiboot, da passt ihr alle zusammen drauf. Und es werden auch noch so zwei von den Schatztruhen mitgepackt, die eben erbeutet wurden. Ja, und ihr steigt eben auf dieses Boot und es wird auch schon direkt losgerudert. Der gute Bastard hat einmal Fuß, also Handschellen und Fußschellen. Das heißt, du kannst schon laufen, aber halt so ein bisschen eingeschränkt. Waffen hat man dir natürlich auch alles ab. Genau, und ihr sitzt eben in diesem Boot und fahrt praktisch in Morans Bay, wird diese Bucht genannt, die er entdeckt hat. Auf in Richtung Copper Beaches. Das heißt Copper Beaches, weil der Sand so eine schön
kupferschimmernde Farbe hat. Ihr könnt mal, während ihr da so lang segelt, könnt ihr mal alle einen Wurf machen auf Ruhe See. Ja, das sieht ja schon mal vom Edward sieht das schon mal ganz gut aus. Und von Sunny sieht das auch sehr gut aus. Die haben beide einen schwierigen Erfolg. Ja, was ihr erstmal erkennt, ist, dass die Flut wahrscheinlich in den frühen Morgenstunden passiert ist. Das erkennt ihr daran, dass ihr seht, wie der Strand so ein bisschen weggedrängt wurde. Das heißt, okay, das kann noch nicht so super lang her sein. Ihr habt gesehen, okay, im Morgen war die Bucht wahrscheinlich so zu 2/3 überflutet. Und was ihr eben auch seht, wenn ihr so ein bisschen so diese Bucht abscannt, ist, dass man halt wirklich, man muss mit einem großen Schiff von einigen Abstand her dort anlegen, weil alles voller gefährlicher Klippen ist und auch Sandbänke unter Wasser. Das heißt, mit einem großen, schweren Schiff kann man sich nicht wirklich dieser Bucht nähern. Man muss ein bisschen ein paar hundert Meter von der Bucht anlegen und dann mit einem Ruderboot, sonst riskiert man wirklich da auf Klippen aufzufahren oder auf eine Sandbank auszulaufen. Also das ist so euer erster Eindruck. Und ihr landet dann eben an den Copper Beaches und steigt dort aus. Ja, ich weiß jetzt nicht, hilft einer beim Tragen der Kisten? Ja, ich bin groß und stark. Ich mache, ich meine, der Admiral will jetzt nicht abhauen. Ne? Das ist jetzt unwahrscheinlich. Das heißt, ich pack da schön mit an. Ansonsten, wer war jetzt noch dabei? Piper war noch dabei, oder was? Piper war noch dabei, der Captain selber und der Quartiermeister Black. Okay, alles klar. Ja, ich pack damit an. Okay, also ich würde dem Toro zur Hand gehen. Ja, das heißt, du nimmst, also José nimmt die eine Kiste und Pick nimmt die andere Kiste. Ich lasse euch da jetzt auch keinen Stärkewurf drauf machen. Ich glaube, schon hin. Und ihr lauft eben diesen Strand entlang und irgendwann endet so dieser Strand in so richtig, schön so einem kleinen Wald, so einem dschungelartigen Waldgebiet. Ihr seid ja immerhin in der Karibik. Und geht der Sand irgendwann auch in so einen Erdboden über. Ihr könnt gerne einmal alle einen Wurf auf Verborgenes erkennen. Verborgenes erkennen. Er läuft doch. Ja, José und Sunny haben es geschafft. Das heißt, ihr beide, euch fällt auf. Vor allem José fällt, das ist so richtig ins Auge mit seinem schwierigen Erfolg, dass sich am Waldrand, also so kurz nach dem Wald, also ein paar Schritte so, lauft ihr so einen Trampelpfad entlang und da fallen dir so ein paar Fußabdrücke auf, die ja relativ frisch aussehen. Wie groß? Naja, würde ich schon sagen, das sind schon Männerfüße. Mhm. Und diese gehören da nicht hin. Also da ist jetzt keiner, der da irgendwie sonst rumläuft oder so. Ich meine, wir haben ja auch Leute in dieser. Ihr habt einen Wachposten dort nur. Das ist so ein bisschen euer Einsiedler-Kollege Goodman. Mhm. Vierfinger Goodman heißt er. Mhm. Und der ist eigentlich der Einzige, den ihr dort zurückgelassen habt. Ansonsten ist die Insel eigentlich unbewohnt. Mhm. Ja, dann mach ich mal zu Pick. Pass mal hier auf, ich muss da mal was gucken. Und lauf da mal rüber und schau mir diese Fußspuren an. Ja, wo also die du hinführen. Erkennst, so groß. Ja, also du erstmal erkennst du, dass es offensichtlich Fußspuren von drei verschiedenen Personen sind. Also drei Männer mit Stiefeln, die hier unterwegs gewesen sind. Also die Abdrücke sind halt nicht so super ausgeprägt, weil es ist ja so ein leicht sandiger, lockerer, erdiger Boden. Ne? Da zeichnet sich das nicht so gut ab, aber würde sagen, drei Personen sind da langgelaufen. Und der Weg führt so ganz grob, also du kannst noch mal einen Wurf auf irgendwie Spuren lesen oder so machen. Aber also mit deinem schwierigen Erfolg in Verborgenes erkennen, kannst du ihnen ein Stückchen folgen, aber irgendwann verlierst du sie. Ja, ich will ihn jetzt auch gar nicht. Ich habe jetzt Spuren lesen, kann ich nicht. Also ich werde einmal gucken, wo die lang gehen und dann sagen, okay, also dann haben wir jetzt drei Leute hier. Dann gehe ich zurück zu Pick. Was sollen wir jetzt mit den Kisten machen? Sollten wir die irgendwo hintragen oder einfach da abstellen erstmal? Genau, also das Ziel ist es, ihr tragt die bis zu eurem Außenposten dort, also bis zu eurem Versteck. Ich kann euch das mal kurz beschreiben. Also Musgrave Island ist eine relativ kleine Vulkaninsel, die aber schon so sehr hügelig ist. Also wenn ihr drauf guckt, seht ihr einmal den Vulkan eben aufragen über euch, der wie gesagt noch aktiv ist, ab und zu mal ausbricht. Dann, wenn ihr praktisch den Strand rechts den Berg hochlauft, eine Weile, dann kommt ihr eben an euren Außenposten, ihr nennt den Goodman's Rest, weil Goodman dort eben seine Behausung eingerichtet hat. Und da wollt ihr praktisch den Schatz hinbringen. Wenn ihr auf die andere Seite, also wenn ihr vom Strand links hochgeht, ist noch ein weiterer Hügel. Und da ist ein Ort, den ihr Drei Giebel nennt. Das ist ein
Ja, das, ihr wisst nicht genau, was das ist. Das ist sowas wie eine kleine Geisterstadt, könnte man sagen. Als Morin diese Insel entdeckt hat, hat er dort eben so einige leerstehende Hütten vorgefunden mit Leichen. Ihr geht davon aus, dass es eine ehemalige Lepra ist. Aber ihr haltet euch deswegen lieber von diesem Ort fern. Aber viel mehr ist auf dieser Insel nicht. Also ansonsten ist es nur vegetarisch. Und sind wir jetzt, ist ein Pick und ich allein unterwegs oder sind die anderen auch dabei? Sind, ihr seid alle als Truppe so unterwegs. Okay. Der Captain mit Black Peter geht voran. In der Mitte irgendwie der Admiral, damit er eben nicht auf die Idee kommt abzuhauen. Also irgendwie zwischen Sunny und dir wahrscheinlich. Dann würde ich. Genau. Da würde ich mal zum Captain, diesen vor uns, ja, schreien. Hey Captain, hier, drei Leute, sind noch irgendwelche Leute hier? Was? Postiert, ja, da guck mal die Spuren an, was soll denn das? Ja, der Captain dreht einmal um, ja, schaut sich das einmal an und sagt, kann eigentlich überhaupt nicht sein. Wir haben doch die Insel vor dem Anlegen einmal umrundet, hier ist kein anderes Schiff. Haltet eure Waffen bereit. Nicht, dass irgendwie was passiert ist und irgendwie Goodman überfallen wurde oder so. Das gefällt mir überhaupt. Ja, und auch ach, Piper ist ja auch noch dabei. Piper guckt auch schon so und sagt so, hoffentlich sind das nicht die Untoten gewesen aus dem Lepradorf. Ach, Geschwätz, Piper, komm. Weißt du es? Weißt du es? Du weißt es nie. Welches voller Geister und Monster? Ich würde mich zu ihm umdrehen. Buh. Machen und weitergehen. Ja, oder die Frau ist schuld. Im Zweifel ist immer die Frau schuld. Klar, ist die Frau schuld. Ich meine Waffe ziehen. Er guckt dich ganz irritiert an und zieht auch so seinen Säbel. Ein bisschen so. Er wird am liebsten schon wieder von dieser Insel abhauen, merkt man richtig. Ja, ihr marschiert also weiter diesen Trampelpfad längs und irgendwann, also soweit bemerkt ihr nichts, hört ihr nichts, seht ihr nichts weiter, ja. Und irgendwann trefft ihr eben auf so einen Vor, also so ein bisschen so eine Verstärkung, so eine Umzäunung, die ihr eingerichtet hattet, damit Goodman da oben eben ein bisschen geschützt ist und eben auch einem Angriff nicht so schutzlos ausgeliefert ist. Und da hämmert eben der Captain und Black Peter hämmert da erstmal so dagegen, ja, so, hey, Goodman, wir sind's. Und es ist halt absolute Stille, gar keine Reaktion. Der Captain so, oh, das klingt überhaupt nicht gut. Klopfen nochmal, wieder keine Reaktion. Und dann machen sie eben da dieses Tor auf, ist auch nicht verschlossen. Und treten eben ein. Und da steht halt wirklich so eine große Blockhütte, die aus so massivem Holz gebaut wurde. Steht dort in der Mitte. Dann sind da noch so ein paar Beete, wo sich der Goodman wahrscheinlich irgendwie was zu essen anbaut. Und auf so einem kleinen Hügel innerhalb dieses Forts ist halt so eine riesige Fackel, mit der er eben das Signalfeuer an. Das ist so abgebrannt jetzt. Und ja, der Captain bewegt sich mit Black Peter auf diese Hütte zu und klopft auch nochmal an diese Hütte und sagt, Goodman, Goodman, hallo? Haltet eure Waffen bereit, sagt er. Aber es passiert wieder nicht. Also es ist absolute Stille. Ihr seht auch schon bei der Hütte, dass die Fenster so verrammelt wurden von innen. Also mit so Holzplanken verrammelt wurden. Und als der Captain dann versucht, die Tür zu öffnen, passiert nichts. Also die lässt sich nicht öffnen. Und runzelt die Stirn, tritt einen Schritt zurück. Werden Sie so gut, meine Herren? Ja, dann gehe ich mit Pick da mal hin und dann treten wir diese Tür ein, ne? Ja, dann hätte ich von euch beiden gerne einen Stärkewurf. Oh, pass auf, das sind bestimmt die Geister. Die Geister, ja. Piper hält sich schon wieder so ein bisschen zurück und verschränkt so die Arme. Ich bin noch nicht richtig wach. Pick. Ich würde einfach mal in der Umgebung schauen, ob mir noch was auffällt. Also ein bisschen wacher halten, während wir da... Ja, du kannst gerne noch mal einen Wurf auf Verborgenes erkennen machen. Also ich sehe schon, José hat den Wurf nicht geschafft. Pick hat den Wurf aber schon geschafft. Und ich sehe. Und du siehst, dir fällt nichts weiter Interessantes auf. Ich lasse das mal gelten, ein Erfolg reicht. Ja, ich meine... Ihr seid ja beide stark, mit vereinten Kräften wird das schon. Und es knackt, kracht halt so ein bisschen. Also irgendwie scheint da hinter der Tür so Holz durchgebrochen zu sein, als ihr euch da so dagegen stemmt. Und die Tür schwingt auf. Und das Erste, was ihr beiden seht, also José und Pick, ist eben irgendwie, also ihr seid in dieser Blockhütte, das hier ist so ein Tisch, da ist dann so auf der einen Seite, auf der rechten Seite ist so ein Tisch, ein paar umgekippte Stühle.
irgendwie auf dem Tisch standen mehrere Krüge und Teller und die Hälfte davon ist auf dem Boden gelandet. Ihr seht auf der linken Seite einen Schrank. Und was euch aber so als erstes ins Auge springt, ist mit Blut an die Wand geschrieben, flieht. Hey Piper, komm mal her. Piper kommt, was ist los? Schau mal. Piper guckt. Die Geister! Ich hab's doch gesagt! Die Geister! Ich gehe! Captain, bist du da? Ich gehe! Und er dreht um und läuft den Pfad wieder zurück. Und der Captain nur so. Ey. Also, der will. Also, mir fällt mir jetzt auch nichts mehr ein. Also, der will ein Pirat sein. Also, ja, aber trotzdem. Ich würde dann mal unbeholfen in die Hütte reingehen und mich da ein bisschen umschauen, ob mir da noch irgendwas auffällt. Ich halte den Toro am Arm. Ich halte den Toro am Arm und sage, Toro, pass auf, das sind Geister. Das ist so ein Quatsch. Hat jemand was mit? Die Tür war verschlossen. Ja. Geister, Toro. Ja, die hat einer zugemacht und ich meine, ich glaube nicht an Geister und so ein Gewäsch da. Komm. Seid ihr alle ich habe dich gewarnt. Ist okay. Geh da nicht rein. Okay. Seid ihr alle nicht abergläubisch? Also Toro okay. Nicht wirklich. Ich auch nicht, sonst wäre ich hätte Frau ich auch an Bord, genau. Aber Pick glaubt an Geister. Ich auf jeden Fall, ja. Ja, dann mach du doch vielleicht mal einen Wurf auf Stabilität. Gerne doch. Also ich würde halt eben erstmal halber grinsend hinterher winken und dann auch Richtung Hütte gehen und es mir mal angucken. Ja, also Pick macht es, also es klappt zwar an Geister, aber schwieriger Erfolg, also alles gut bei dir. Was ist mit dem was ist mit dem Bastard? Ich suche mir eine Bank und setze mich dahin. Mir geht das Ganze gerade einfach nur gegen den Strich. Ja, du wirst gerade auch erstmal ignoriert, weil offensichtlich haben die Piraten gerade andere Sorgen. Ja, sollen sie mal. Ist hier irgendwas zum Hinsetzen oder so? Ja, so ein Holzstumpf. Ja, dann setze ich mich dahin. Gut. Er wirst gerade auch erstmal ignoriert. Ja, also José wollte in den Raum gehen. Hast du, dann würfel doch mal auf Verborgenes erkennen, was dir noch so auffällt. Auf den ersten Blick. Ja, Erfolg, sehr gut. Also was dir als erstes nochmal neben dem Fleet, offensichtlich mit Blut geschrieben an der Wand, ist erstmal, dass irgendwie gegenüberliegend von jeder Tür und jedem Fenster hängen Kreuze. Die Kreuze sind aber umgedreht. Also, man kennt's, ne? Umgedrehte Kreuze gegenüberliegend von jedem Fenster. Was dir auch noch auffällt, ist, dass eben nicht nur Blut an der Wand, irgendwas mit der Blut an die Wand geschrieben ist, sondern dass auch du auch mehrere Spuren auf dem Boden hast. Und du findest an der Türschwelle und an den Fenstern so eine dünne Schicht so Ziegelmehl oder Ziegelstaub. Also ich will erstmal fühlen, wie frisch das Blut ist. Ich tippe da einfach mal so mit dem Finger rein. Also es ist schon geronnen, es ist aber noch nicht hundertprozentig trocken. Also es scheint ziemlich frisch. Ja, und dann sehe ich noch den Staub. Ja, keine Ahnung, ey. Wahrscheinlich hat er da irgendwie rituell was gemacht. Du kannst gerne entweder einen Wurf auf Okkult oder auch einen schweren Bildungswurf. Das werde ich beides nicht checken. Ich würfel trotzdem mal. Schwerer Bildung. Ja, guck, schon verkackt. Ja, schade. Checkt er nicht. Der Ziegelstaub sagt dir überhaupt nicht. Folgt denn, also der Captain und der Black Peter folgen dir. Sunny folgt auch. Was mit Pick? Eine Frage habe ich noch, dann gleich. Ich gehe sicher nicht rein, nee. Okay, dann dreht der Captain sich nochmal um, er sieht, okay, du zögerst, dann sagt er, dann hab mal ein Auge auf den Admiral, solange während wir hier drin sind. Wo soll ich denn hin? Erstmal Klappe halten, wir kümmern uns später drum, wo du hinkommst. Red anständig mit mir. Verräter Schwein. Der Captain lacht nur trocken. Ja, genau. Anständig, wir reden. Und er geht eben rein und schlägt sich auch so die Hände vors Gesicht und sagt so, was ist hier denn passiert? Ich sehe dort eine Frage. Wie viel Blut ist denn da am Boden? Ist jetzt nicht so, dass da jemand ausgeblutet ist, das nicht, aber es ist schon so eine Blutlache. So kleine vielleicht. Und ein paar Tropfen verteilt.
Die Fenster ja. haben so Schläge und sind zu, oder? Ja, genau. Also die Fenster sind so wirklich mit so Brettern vernagelt worden von innen. Und da ist auch alles dicht. Also es gibt neben diesem Hauptraum, also wo dieser Schrank und dieser Tisch steht, wo irgendwie alles runtergefegt wurde, so die Hälfte runtergefegt wurde und verteilt wurde, wenn ihr praktisch, könnt ihr noch hinter in den hinteren Raum gehen. Und da ist jetzt auch, wo praktisch der Captain und Black Peter hinsteuern. Da hinten scheint das Schlafzimmer zu sein und auch so noch, also erst so eine kleine Küchennische. Und dahinter ist eben das Schlafzimmer. Und dort steht ein Bett, so eine Truhe, wahrscheinlich mit den weiteren Habseligkeiten von Goodman. Und viel mehr ist dann da auch nicht mehr. Und halt noch ein Kamin, damit das Bett jederzeit immer schön beheizt ist. Und da gehen eben Black Peter und der Captain mit und sagen auch so, José, komm mit. Und der Black Peter sagt auch, also wenn das jetzt hier von innen verriegelt war und hier, das war jemand, dann müsste da doch noch hier drin sein, oder? Und er zieht so seinen Säbel. Ja. Und sich so um. Oder es gibt noch irgendeinen Ausgang raus. Oder es war doch ein Geist. Ach. Du sagst, skeptisch links um. Ja, und macht einmal diese Truhe auf und guckt so, ne, ob da sich jemand drin versteckt hat oder so, aber die Truhe ist schon mal leer. Und der guckt auch so einmal unter das Bett und sagt so, José, vielleicht kannst du dich ja noch mal im Rest hier umschauen. Oder Sunny, ihr beide könnt... Könnte da noch jemand... Also ist der Schrank genug, dass sich da drin jemand verstecken könnte? Kannst ihn ja mal aufmachen. Dann würde ich mal den Schrank aufmachen. Du machst den Schrank auf und... Ja, nee. Also in dem Schrank sind jede Menge Bücher. Offensichtlich hat der Goodman viel gelesen. Und also für die Zeit auch, in die ihr euch befindet, eine wirklich beachtliche Buchsammlung. Und dann befinden sich dort noch einige Waffen, also so ein paar Musketen, ein paar Säbel und Dolche und Munition dazu. Und auch noch so ein paar Vorräte, so Trockenvorräte. Mhm. Genau, das ist im Schrank. Steht diese Hütte ja. auf Stelzen? Also, naja, sie ist wirklich am Boden einfach. Die ist wirklich am Boden gebaut und ihr wisst auch, dass diese Hütte von euren Schiffszimmermännern gebaut wurde. Also von Brown und von Keynes. Die beiden haben das praktisch damals mit ihrer ganzen Handwerkskraft errichtet gehabt und da wirklich eine gute Massivhütte gebaut. Ja, ich und nirgendwo mal... liegt ein Teppich, wo drunter eine Luke sein könnte oder so. Nein, aber der Captain geht in die Mitte des Raumes vom Schlafzimmer ungefähr, klopft dort den Boden ein bisschen ab, nimmt so eine, dann seht ihr, okay, das ist ziemlich, ziemlich gut gemacht, weil der lockert praktisch so eine Bodenplatte und zieht die dann hoch. Und darunter ist tatsächlich eine Luke. Ja, siehste, Geister. Und aber es ist kein Geheimgang, sondern in dieser Luke ist so eine große Kiste. Und der Captain meinte so, da haben wir unseren Schatz immer gelagert, sicher. Und der Captain sagt so, ich hoffe, dass nicht das passiert, was ich jetzt denke, was passiert. Und er macht diese Truhe auf. Und da liegt Goodman. In dieser Truhe. Zusammen, ein bisschen zusammengeknautscht und offensichtlich tot. Und der Captain so. José, helfen Sie mir, ihn da rauszuholen. Ja, dann ziehe ich den halt da raus, ne? Ja, mach mal eine Stärke. Gucken. Ja, jetzt ja. aber. Easy, zusammen mit dem Captain sowieso, ja. Ihr hieft ihn da zusammen raus, legt ihn erstmal nebendran auf den Boden und ihr seht halt auch, also da war mal Gold drin, da ist jetzt kein Gold mehr drin. Ist nicht gut. Würfel nochmal auf Verborgenes erkennen. Mhm. Ja, dir fällt aber auf, dass auf dem Boden der Truhe, was man nicht so gut sieht, weil es ungefähr die gleiche Farbe hat wie der Boden, da scheint es irgendwie so ein Anhänger oder sowas. Ja, greife ich rein und hole ihn raus, ne? Ja, was du findest ist, das ist ein Anhänger an einem Lederband, mit einem, ja, seltsamen Kreuz. Du kannst ja nochmal einen Bildungswurf machen, ob du ein Kreuz. Nein. Nein. Okay, das ist ein komisches Kreuz, auf jeden Fall. Komisches Kreuz, ja, keine Ahnung. Ja. Kann damit jemand was anfangen? Ich gebe das weiter da, keine Ahnung. Den Captain oder Sunny, genau, wenn Sunny. Ja, dann mach du auch mal einen Bildungswurf. Fast ein schwerer Erfolg. Ja, also du guckst es an und sagst, ja, José. Ein Keltenkreuz. Ein was? Aber erkennst du nicht. Ein was? Ein Keltenkreuz.
Also irischen Ursprungs sozusagen. So mit einem Ring drum, also ein Kreuz mit, genau, so. Genau, genau. Aus Silber. Mhm. Und jetzt? Ja, und der Captain sagt, fasst sich wirklich so ins Gesicht. Ey. Also. Ich habe ja eine loyale Crew, ne? Und ich weiß, ich kann auf euch hier zählen, aber. Wenn rauskommt, dass der Schatz weg ist, haben wir ein ernsthaftes Problem. Er wendet sich so an Black Peter und sagt: Peter, du bist meine rechte Hand. Bitte. Stell dir ein paar Leute. Also, vielleicht könnt ihr das machen, wie auch immer, aber guckt. Wir müssen rausfinden, was passiert ist, wer das war. Wir müssen auch gucken, dass sich das mit den Geistergeschichten hier nicht weiter verbreitet. So, nur die Krise. Sollte jemand Piper mal vielleicht aufhalten? Er wird jetzt ja nicht uns das Boot geklaut haben, aber ja, also Peter, bitte, bitte sorgt dafür. Ich werde gleich auch hinterhergehen und gucken, dass ich hier Schadensbegrenzung irgendwie machen kann an Bord. Aber es, also, wir müssen rausfinden, wer Goodman umgebracht hat oder was. Ich kenne nicht an Geister, aber was weiß ich. Aber wer Goodman umgebracht hat und wo unser Schatz ist. Und er guckt halt Peter ganz tief, bitte kümmere dich darum. Der sagt, natürlich, mein Captain. Ja, und ich werde schon mal vorgehen und irgendwie hier Schadensbegrenzung betreiben und werde ich dann auch das Boot jederzeit, wenn ihr, also guckt euch hier um, findet es raus und ich werde euch dann das Boot wieder zurückschicken, damit ihr dann wieder an Bord kommen könnt, wenn ihr hier auf der Insel fertig seid und ja, ihr berichtet mir dann, was hier rauskommt, ja? Und er geht raus. Captain, was machen wir mit dem Admiral? Ja, um den kümmern wir, mit dem quatsche ich jetzt einmal. Ja. Er geht raus eben zu Pick und dir und ja, er sagt eben: Admiral! Ja. Es hat sich eine Situation ergeben, bei der ich vielleicht Ihre Hilfe gebrauche. Meine Hilfe? Sie sind ein gebildeter Mann. Ich weiß, dass die britische Krone bei der Ausbildung ihrer Admiräle sehr sorgsam umgeht und. Naja. Anscheinend ja nicht. Ja, danke für den Seitenhieb. ja, aber danke für das Kompliment. Jedenfalls haben wir hier eine unangenehme Situation, in der unser Wachposten zu Tode gekommen ist und unser Schatz verschwunden. Insofern könnten wir ja vielleicht, wenn Sie sich in dieser Angelegenheit nützlich erweisen, darüber reden, über ihre Freiheit. Ja, dann fangen sie doch gleich mal an damit und machen mir die Fesseln ab. Sonst kann ich ja gar nicht helfen. Er zögert so ein bisschen. Mach mal eine soziale Probe. Also irgendwie überzeugen, überreden. Ja, ich fessel mich selber wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Nein, so schlimm nicht. Aber er sagt so, vielleicht warten wir damit noch mal ein bisschen. Naja, also ich werde hier nicht stolpernd und unbewaffnet auf einer Insel umherirren, wo anscheinend Leute ermordet werden. Also Sie haben exzellenten Schutz, er zeigt auf Pick. Und es gibt Pick die Schlüssel. Pick, ich gebe dir die Schlüssel für die Hand- und Fußfessel vom Bastard. Hey, Captain. So. Hm. Vielleicht machen Sie ihm die Füße schon mal frei, dann kann er sich ein bisschen. Dann kann ich wenigstens laufen, genau. So. Und wenn er sich als vernünftig und kooperativ erweist, solange er sich als vernünftig und kooperativ erweist, können Sie ihm vielleicht dann auch mal die Handschellen ablegen. Aber mit Bedacht, ja? Hi, Captain, natürlich. Und ansonsten machen Sie sich nützlich, wie Sie können. Also das heißt, wenn ich nützlich bin und zur Klärung des Rätsels beitragen kann, dann darf ich gehen? Lebendig? Beziehungsweise werde wohin gebracht, lebendig? Das überlegen wir uns dann noch, wenn es soweit ist. Aber ja, wenn Sie sich jetzt nützlicherweise zur Klärung dieses Falles beitragen, werde ich dafür sorgen, dass Sie hier lebend unser Schiff verlassen können. Und irgendwie entweder am nächsten Hafen, den wir anlaufen, oder mal sehen, aber auf jeden Fall, dass wir Sie dann irgendwie freilassen. Ein Mann, ein Wort. Ein Mann, ein Wort. Dann werde ich erstmal helfen. Sehr gut. Danke Ihnen. Ja, und ich muss jetzt schnell Piper hinterher, nicht, dass der irgendwie die ganze Crew mir aufscheucht. Und er begibt sich relativ schnell auf den Weg. Und ihr seid jetzt noch in der Hütte, zusammen mit Black Peter.
Black Peter guckt jetzt auch mal so aus der Hütte und fragt so was mit hier. Pick, Admiral, wollen Sie vielleicht sich das mal anschauen? Die Fußfesseln noch dran? Ja, die hast du noch dran. Nein, gut, dann machst du mir schon mal die Fußfesseln bitte ab, wie der Captain gesagt hat. Bist du kooperativ? Ja, definitiv. Das war ja gerade schon die Vereinbarung, dass wir die Fußfesseln zumindest schon mal abmachen. Aber du warst doch nicht nett zu mir. Ich war doch immer nett zu dir. Dein Essen ist grandios. Das stimmt. Ja, ich mach sie dir auf. Ich mach sie dir auf. Ich löse die Fußfesseln. Super. Okay. Dann laufe ich mal in den Raum rein und schau erstmal, was die anderen da so gesehen haben. Aber pass auf, da sind Geister drin. Kommst du mit, mein Gutster? Ich passe auch auf dich auf. Vor den Geistern. Sicher nicht. Aber du bist doch mein Schutz. Und du musst doch auf mich aufpassen. Du bleibst hier draußen bei mir. Nein, ich muss mir das doch drinnen anschauen. Sonst weiß ich doch nicht, was die anderen gesehen haben und kann nicht bei dem Rätsel helfen. Kannst auch nochmal auf Überzeugen würfen, um Pick zu überzeugen. Ja, extremer Erfolg. Sehr überzeugend ist er. Logisch klingt das. Ganz, ganz logisch. Komm, wir schauen das zusammen an. Du bist bei mir. Ja, natürlich. Und du bei mir. Ja, natürlich. Du musst ja auch auf mich aufpassen. Sehr gut. Also dann gehe ich mal rein und schau mal, was die anderen da jetzt so gesehen haben. Weil ich war ja draußen die ganze Zeit. Hey, Pick, traust du dich auch noch mal hier rein? Wahnsinn. Ich bleib so direkt an der Tür stehen, aber ich gehe nicht über die Schwelle. Aber ich guck rein. Okay. Ja, dann siehst du halt auch, dann siehst du halt natürlich das, was ich schon beschrieben habe. Ne? Also die umgedrehten Kreuze an der Wand, den Schriftzug mit Lauf. Und offensichtlich mit Blut geschrieben, dass das hier alles irgendwie offensichtlich verwüstet wurde. Okay. Und kannst ja gerne auch nochmal einen Wurf auf Verborgenes erkennen machen. Okay. Nee, okay. Leider nicht. Aber sehe ich auch das Mehl, dieses Ziegelmehl oder sowas? Mit dem oder hätte ich Wurf ist nicht. Das, okay. Das ist schon was, da musst du dich ein bisschen genauer umschauen. Also auf den ersten Blick siehst du halt praktisch eben natürlich das an der Wand, die umgedrehten Kreuze. Du siehst irgendwie, Sunny hat ja schon diesen Schrank einmal aufgebaut. Das heißt, du siehst halt da drin verschiedene Waffen, da sind verschiedene Bücher und irgendwie so ein paar Favorite. Und das siehst du halt, du siehst, dass die Fenster alle von innen verrammelt wurden. Und du siehst eben, dass da offensichtlich irgendwie der Tisch einmal so halb abgeräumt wurde und eben Stühle irgendwie umgeschoben. Und dass da Blut am Boden. Das ist ja der Blick in den ersten Raum. Wenn du mehr sehen willst, musst du. War der Wachmann ein sehr abergläubischer Mann? Frag ich mal so in die Runde. Also, das muss ich ja jetzt für euch beantworten. Ihr wisst, dass Goodman ein sehr abergläubischer Kerl war. Also, vor allem sehr religiös. Also, anfangs halt einfach sehr religiös. Ihr wisst auch, dass der sich praktisch für dieses Einsiedlerleben auf dem Unterschlupf entschieden hat, weil er diese ganze Metzelei bei den Kaperfahrten nicht mehr so richtig mit sich vereinen konnte und aber auch irgendwie keine andere so Perspektive hatte und dann halt entschieden hat, so ein bisschen euren Schatzmeister zu machen und einfach dort so dieses Einsiedlerleben auf dieser Insel zu führen. War schon immer sehr belesen, hat halt viel die Bibel gelesen, hat viel so, Klabautergeschichten, ne? So diesen ganzen Seemannsgarn und so, hat er auch immer viel gelesen, Reisetagebücher, solche Sachen. Und er hat sich so nach und nach immer mehr in so eine Paranoia so ein bisschen reingesteigert. Also das ist zumindest das, was ihr wisst. Wie schlimm das jetzt geworden ist in letzter Zeit, habt ihr es auch schon eine Weile nicht mehr so gesehen. Wenn sich der Admiral da umguckt, ich würde nochmal schauen, ob es irgendwo einen Weg raus gibt, ob die Fenster wirklich alle vernagelt sind. Also das kann ja nicht sein. Ja, also du guckst dir die Fenster genau an und die sind alle... Ja? Oder hinter dem Schrank, keine Ahnung. Also ich gucke halt mal. Also gehen wir mal alles durch. Also du guckst die Fenster an, die Fenster sind alle wirklich felsenfest vernagelt. Da ist irgendwie nichts locker, nichts irgendwie nur aufgesetzt oder so. Du kannst dir den Kamin anschauen, aber da siehst du recht schnell, dass nicht mal so ein zierliches Wesen wie Sunny da durchpassen würde. Also da, das ist halt wirklich, gerade da kann keine Chance. Also da kommt man nicht durch diesen dünnen Schornstein, kommt auch keiner rein oder raus. Und ich weiß jetzt nicht, ob du jetzt irgendwie so den kompletten Boden irgendwie abklopfen möchtest, aber selbst wenn du das tun würdest, da ist keine weitere Luke. Und bei der Tür ist theoretisch auch, sieht man, dass es wirklich auch zugenagelt war, dass die Tür zugenagelt war oder ob die nicht nur zugeschlossen war. Also die Tür hat kein Schloss in dem Sinne, also du siehst, aber die war auch nicht direkt vernagelt.
sondern das ist so ein, da war auch so eine Holzplanke, die man praktisch so einhängen konnte. Also die geht nach innen auf und du kannst ja dann so eine Holzplanke einhängen und die hindert dann eben, dass die Tür aufgedrückt wurde. Und erst als sich halt Pick dann dagegen geschmissen hat, ist diese Holzplanke dann halt gebrochen. Also so war die von innen verschlossen. Hängt noch so halb runter von der einen Seite. Hm, aber wenn dann, also ist da ein Schlitz, dass man da mit einem Messer das Ding hochheben kann? Nee. Okay. Also ich würde gerne insgesamt dann noch sozusagen zwei Sachen machen. Ich würde gerne einmal die Leiche mir anschauen. Mhm. Also ob die irgendwie, also halt jetzt, ich habe keine Medizin, nur Erste Hilfe. Also einfach nur, ob die irgendwie durchgeschnittene Kehle hat oder sonst irgendwas, weil ich habe sie ja noch nicht gesehen. Ja, du kannst dir die Leiche gerne einmal erstmal mit Verborgenes erkennen, würde ich sagen, erstmal anschauen, so oberflächlich. Mhm. Also wenn du jetzt erstmal einen oberflächlichen ersten Blick drauf werfen willst, ja, ein extremer Erfolg, ja, das ist ja. Also was dir auffällt ist, sie hat auf jeden Fall so ein bisschen so Blutergüsse im Gesicht. Also das heißt, wahrscheinlich irgendwie Schläge bekommen. Und du siehst, wenn du die so ein bisschen so anschaust, wo jetzt hier noch eine weitere, tödlichere Verletzung ist, siehst du eben eine große, also er trägt so ein weißes Hemd und so eine Hose und du siehst halt am Rücken, ist sein weißes Hemd, ist am Rücken halt voller. Okay, dann würde ich das Hemd halt mal hochziehen, ob man irgendwie sieht, dass es ein Einschuss oder ein Stich oder was auch immer ist. Oder Kratzer? Ja, du siehst eine Einstichstelle. Die ist zu klein, um von einem Schwert oder einem Säbel zu stammen. Also vielleicht so, du würdest sagen, vermutlich ein etwas größerer Dolch. Okay. Oder sowas. Was dir aber mit einem extremen Erfolg auch noch auffällt, ist, dass er an der Seite, also hier so im Rippenbereich, hat er so eine Brandverletzung. Okay, ich setze euch mal in Kenntnis über das, was die Rieke mir gerade erzählt hat, dass er eine Einstichverletzung am Rücken hat, dass er Blutergüsse im Gesicht hat und eine Brandverletzung an der Seite. Und bei der Brandverletzung fällt dir auch, wenn du genau hinguckst, geht dir das mit dem extremen Erfolg, gebe ich dir das noch. Da siehst du praktisch, dass also das Stück Haut wurde so verbrannt irgendwie, aber du siehst noch so Überreste von so einem roten Mal irgendwie. Ja, da wurde. Aber das ist eben größtenteils durch diese Brandverletzung nicht mehr richtig erkennbar. Was. Okay, seltsame Sache. Danach würde ich noch ganz kurz die Bücher anschauen, was er denn so gelesen hat. Ja, das ist ein Sammelsurium aus, ja, vermutlich allem, was man damals halt so lesen konnte überhaupt. Ich weiß nicht, ob das Buch ist noch nicht allzu lange her. Deswegen ist es hauptsächlich Bibeln sein, Bibeln in unterschiedlicher Sprache, also klassische Bibeln auf Latein, aber tatsächlich auch irgendwie eine deutsche Lutherbibel findest du auch darunter. Okay. Und dann findest du eben, na, sowas wie, ja, es geht so ein bisschen eher in Richtung Tagebücher, also eher so handgeschriebene Sachen. Das eine ist halt irgendwie wirklich so Geistergeschichten, Labautergeschichten, Seemannsgarn, ja, und eben so Reisetagebücher von irgendwelchen Seefahrern und Abenteurern. Also geht viel in diese Richtung. Okay. Dann würde ich nochmal sagen, also ich helfe euch gerne bei der Lösung dieses Rätsels, aber ich werde nicht unbewaffnet hier bleiben, über die Insel laufen oder sonst irgendwas und schon gleich gar nicht mit Fesseln an den Händen. Wie geht ihr damit? Euer Wachposten hat Schläge im Gesicht gehabt, eine Stichverletzung im Rücken und wer weiß was sonst noch, was ich vielleicht übersehen habe. Das werde ich nicht machen. Vertraust du uns nicht, dass wir dich verteidigen könnten? Ich vertraue euch, aber ich kenne mich auch gut und weiß, dass ich euch auch helfen könnte. Vielleicht nehmen wir was mit, dass du es in dem Fall, aber ich glaube, wir lassen dich... Naja, in dem Fall wird es dann zu spät sein, wenn uns jemand angreift und mir dann erst noch die Fesseln abgemacht werden müssten. Möchtest du nochmal versuchen zu überzeugen und dann können die Spieler überlegen. Und die müssen überlegen, ob sie überzeugt werden wollen oder nicht. Ja. Nein. Oh. Ja, aber bist du gar nicht so schlecht da drin. Das ist echt ja, cool. Eigentlich nicht, aber mein Würfelglück heute ist nicht das Beste. Ja, auch ein extremer Erfolg. Ja, okay, es kommt drauf an, auf was. Auf die wichtigen Sachen ist halt, naja. Ja. Ja gut, die Spieler können natürlich trotzdem überlegen, ob sie dich frei machen. Ich würde mal in die Runde gucken, vor allen Dingen Toro eher und unseren hier Stellvertretenden und den Quartiermeister. So, nicht Stellvertretenden. Ja, der Quartiermeister runzelt auch so ein bisschen die Stirn und sagt so... Ihr solltet ja sehen, dass ich kooperativ bin. Ich habe euch alles, was ich bisher jetzt schon entdeckt habe, mitgeteilt. Ich hätte ja auch was für mich behalten können.
Wissen wir ja nicht, ob du noch was für dich behalten hast, sagt er. Naja, dann ist das jemandem vorher aufgefallen an der Leiche? Wegen mir, wenn die Fesseln können wir abnehmen und Säbel nehmen wir mit. Oder Degen. Genau, ihr müsst mir den Säbel ja noch nicht gleich geben, aber ja, ich möchte also, nicht in einem... Also er bekommt definitiv keine Waffe. Das ist... Das kann ich, das können wir nicht machen. So, mir langt dein Säbel. Nee, sie sind immer noch im Gefangenen. Also danach, also dann, wenn es zu einer Situation kommt, meine ich. Na gut, okay. Aber dann erstmal, aber wenn sie irgendwas versuchen, dann können wir sie ganz schnell wieder in die Brick sperren. Ja, alles gut. Okay, na gut, Pick. Pick kommt hier nicht rein. Ich nehme mal irgendeinen Säbel, schau mal, was da einigermaßen gut ist. Eh mal zu Pick raus, weil es sind ja wahrscheinlich Eisenschellen. Aber der Captain hat gesagt, ich soll ihm die Fesseln nicht abnehmen. Ja, Black Peter meint so, ja, aber er weiß sich als nützlich, er hat schon viel Hilfreiches gesehen. Der Captain hat gesagt, die Fesseln bleiben dran. Er hat doch gesagt, dass du sie abmachen sollst, wenn ich mich als nützlich erweise. Bis jetzt hast du dich nicht als nützlich erwiesen. Du warst draußen vom Haus, du hast ja gar nichts mitgekriegt. Pick, er hat uns schon geholfen. Also, war schon nützlich. Wir haben uns darauf geeinigt, dass er nützlich war. Und kooperativ war ich bisher. Pick, du kannst ihn sofort wieder fesseln, sobald er irgendwie irgendwelche Faxen macht und sich daneben benimmt, okay? Sollten wir erst mit dem Captain besprechen. Der Captain ist jetzt aber schon wieder auf dem Schiff. Und ich bin der, du weißt, ich bin die rechte Hand des Captains. Mhm. Und das heißt, was ich sage, wenn der Captain nicht da ist, gilt. Der Captain hat gesagt, die Fesseln bleiben dran. Der Captain hat gesagt. Ja, komm, Pick, wo soll er denn hin? Was soll er denn machen, unser Admiral? Also, hä? Da wird es einmal dunkel, wenn er was versucht. Entweder langst du ihm eine oder ich. Jetzt nimm ihm die Dinger ab, komm, bitte, sei so cool. Bitte sicher, Toro. Ja, ich pass auch auf. Der kriegt keine Waffe und wenn der irgendwas versucht, soll er es doch versuchen. Dann hat er es versucht. Dann war's das. Na gut, weil du es gesagt hast. Und Pete. Und dann nehme ich ihm die Fesseln ab. Okay, gut. Machst du irgendwas oder kooperierst du weiter? Erstmal kooperiere ich weiter. Erstmal, habt ihr gehört? Erstmal hat sie gesagt. Naja, ich weiß ja nicht, was kommt. Also bitte, wenn eine Horde Wilder kommt, die mich umbringen will und nur mich, dann werde ich nicht mehr kooperieren. Ja, das stimmt. Was ist denn euer nächster Ansatz? Ich würde mir noch einmal die Truhe angucken. Ist da viel Blut drin? Also könnte es sein, dass er noch gelebt hat, als er da reingestopft wurde, dass er da drin erst zerblutet ist oder so wenig Blut, dass er schon... Da drin ist nicht mehr viel Blut. Okay, also war er wahrscheinlich schon tot. Also. Okay. Also ich frage mich... Du kannst nochmal, wenn du jetzt dich nochmal hier so ein bisschen im Schlafzimmer guckst, kannst du gerne nochmal einen Wurf auf Spot hidden machen, also auf Borges erkennen. Mhm. Ja. Ich würde vorschlagen, ob einer der werten Herren mich draußen begleiten möchte. Ich würde gerne gucken, ob es irgendwelche Spuren oder Auffälligkeiten draußen gibt. Ja, ich will mich auch draußen umschauen. Will ich auch machen. Machen wir gleich. Erstmal dein schwieriger Erfolg bei Verborgenes erkennen. Du findest irgendwie an der Bettkante hängt irgendwie so ein lose abgerissener brauner Stofffetzen. Okay. Ja. Ich würde ihn mal auch annehmlich nehmen. Sieht er nach irgendeinem Kleidungsstück aus, was Goodman angehabt hatte? Nee. Also der sieht irgendwie auch schon sehr alt aus. So ein bisschen, verströmt irgendwie auch so einen leicht modrigen Geruch irgendwie. Also der sieht nicht so appetitlich aus. Ja, mit so ein bisschen angewidertem Gesicht würde ich hier, Leute, hier hängt noch irgendwas. Hier, guckt mal. Und würde es dann mal auch zeigen. Könnt ihr erstmal so nichts mit anfangen. Ja, der Rest wollte sich draußen einmal umschauen. Ihr könnt gerne draußen auch alle nochmal irgendwie noch einen schweren Wurf verborgen. Ich würde dann auch mit rauskommen. Mhm. Alleine da drüben. Dann könnt ihr das gerne alle einmal machen. Oh, extremer Erfolg von Sunny. Und hat die auch, der Admiral auch einen schwierigen Erfolg. Mhm. Pick guckt sich nicht um. Pick versucht es gar nicht erst. Ich glaube, Edward kriegt einen neuen Spitznamen, nicht mehr Bastard, sondern Admiral, oder? Ja, ja.
Er ist ja auch Admiral. Ja, könnt ihr machen, wie ihr möchtet. Der Rest der Crew wird ihn wahrscheinlich als Bastard bezeichnen. Was mit dem extremen und dem schwierigen Erfolg hier auffällt, ist, dass es wirkt so, also da die Erde um diese Hütte ist so sehr trocken, so ein bisschen staubig. Und ihr habt so das, also ihr findet keine Spuren oder so, aber was ihr seht, ist so feine Linien, die so ein bisschen so durch diesen Boden gezogen wurden. Also es sieht ein bisschen so aus, als hätte jemand diesen Boden so mit einem Besen oder irgendwelchen Reisigästen oder so ein bisschen so verwischt. Also als hätte jemand so, ja, versucht, so irgendwelche Abdrücke im Boden so, ja, zu verwischen. Die eigenen Spuren verwischen sozusagen. Ja. Oh, das waren Geister. Ach. Ja. Puh. Ja, vielleicht waren es auch Geister. Ich würde mal den Radius oder halt die Entfernung da, wo diese Reisigspuren sind, sozusagen ein bisschen erweitern. Also ich würde mal weiter in die Richtung gehen, wo es ja dann irgendwann vielleicht zu mühsam war, die Spuren zu verwischen. Weil das wäre dann wahrscheinlich schon wieder außerhalb des Forts, das errichtet wurde. Ah, okay. Das heißt, du könntest zurück auf den Trampelpfad gehen. Müsstest dich ein bisschen vom Rest der Gruppe entfernen. Nee, das würde ich auch noch nicht machen dann. Ich dachte jetzt, also ich hatte das jetzt irgendwie nicht so im Kopf, dass da außen irgendwie so eine Wand ist sozusagen, genau, überall. Genau, also das ist wie so, genau, mit so Holz praktisch. Und so eine kleine Festung so gemacht. Fällt da an der Wand irgendwie was auf? Also ist es komplett den ganzen Kreis lang, dieses verwischte Spurenzeug? Nee, oder ist es an einer Seite? Primär am Eingang. Also ach so, am Eingang, von der Tür, okay, bis zum Hauseingang. Ah, okay. Ja, ja, gut. Dann werden wir hier außen wohl keine weiteren Spuren finden. Ihr seht ja jemand. Sonst findet ihr zumindest nicht. Es gab doch noch diesen Turm. Mhm. Der steht doch auch da drin, oder? Mhm. Ja, dann kletter ich da mal hoch. Ja, also wie gesagt, es ist auf so ein bisschen erhöht errichtet, damit man praktisch auch, wenn man unten in der Bucht ist, dass man es halt gut sehen kann. Und du siehst halt, ja, das ist halt mit allem möglichen brennbaren Zeug sozusagen zugestopft gewesen. Und jetzt ist eben alles abgebrannt, da schwelt auch nichts mehr. Du kannst nicht genau sagen, wie lange so ein Feuer brennt. Vielleicht, wenn da auch vielleicht auch mal ein bisschen sowas nachgelegt wird oder ein bisschen nachgepustet wird, oder der Wind gut ist, dann kann das bestimmt so 2 bis 3 Stunden brennen, dieses Feuer. Aber ansonsten findest du nichts weiter Auffälliges. Also einfach so zusammengebaut, ne? So ein provisorisches großes Leuchtfeuer. Dann komme ich wieder runter. Eben signalisiert wird, ob die Luft rein ist. Und sieht man von da oben noch was? So? Also nix. Also du kannst runter in die Bucht gucken und siehst dort die Blue Kabank liegen. Okay. Aber, und ansonsten ist der Horizont aber frei, also du siehst keine anderen Schiffe. Ja, dann komme ich wieder runter. Ich würde mich während das er oben ist, irgendwie da unten umschauen, ob da noch irgendwie ein schöner Stapel Holz liegt oder so. Man weiß ja nie, was die Nacht bringt oder sonst irgendwas. Ja. Also ob man erneut ein Feuer anzünden könnte oder also ob da... Also habt auf jeden Fall neben der Hütte ist so ein Stapel mit Feuerholz. Also Der hat sich da wahrscheinlich auch immer einen Vorrat angelegt, weil er ja auch selber was braucht, um sich zu wärmen nachts. Ja, ich wollte jetzt nur wissen, ob aktuell gerade noch was da ist. Genau. Ja, ist noch jede Menge Holz da. Mhm. Ich schaue mir das Gemüsebeet an vom... Guckst dir das Gemüsebeet Goodman an? Hm? Ja, gutes Gemüse. Du kannst mal auf Naturkunde würfeln. Ja, gut. Ja, ich weiß jetzt tatsächlich nicht, was so in der Karibik alles so für Gemüse wachsen kann, ehrlich gesagt. Aber auf jeden Fall ist da gut was dabei. Also du siehst irgendwie offensichtlich so ein Kartoffelbeet. Du siehst irgendwie so einen Tomatenstrauch und du siehst so ein paar Bohnen stauden. Das, was er so angebaut hat. Süßkartoffeln. Möchtest du was mitnehmen davon? Ja, ich würde ein paar Kartoffeln ausgraben. Okay, dann gräbst du ein paar Kartoffeln aus. Du musst jetzt keinen weiteren Wurf machen. Pick ist beschäftigt. Ja, ich gehe mal hilfreich zur Hand und pflück ein paar reife Tomaten oder Bohnen oder sowas. Hm? Was macht der Rest? Was macht Sani und Rosé, während die beiden jetzt aufs Gärtnern gegangen sind? Ich komme ja von dem Turm irgendwann runter. Gut, ja. Pick ist klar, Admiral hilft ihm, warum auch immer. Okay, ja, gut. Ich würde einmal vorgehen und gucken, ob ich da noch irgendwas sehe.
an Fußspuren. Kannst du manchmal auch Verborgenes erkennen? Machen. Auch nicht nur auf dem Trampelpferd, sondern wenn es woanders noch gibt. Ja, kannst du nochmal auf Verborgenes erkennen? Nee. Also, es ist halt, die Vegetation ist dicht. Ja, ich meine, ihr seid da auch gerade einmal selber drüber gelatscht. Ja, siehst jetzt nichts Auffälliges. Wie weit sind diese drei Stiefelabdrücke jetzt weg, die wir gesehen hatten oder die ich da gesehen habe? Von dem. Oh, ihr seid sicherlich so. Ein Kilometer seid ihr sicherlich gelaufen. Hm, krass. Also von dem Strandstück, wo praktisch die Vegetation anfängt, bis zu eurem Stützpunkt, ist bestimmt ein Kilometer. Okay, und der Stützpunkt hat einen Eingang und dann halt dieses Holzding drumrum. Genau. So, und dann würde ich das mal ablaufen außenrum. Würde zu Sunny rausgehen und sagen, komm, lass mal gucken, ob hier noch irgendwo was ist. Hältst du nach was Bestimmtem dabei Ausschau? Also Fußspuren oder was genau so? Genau, Fußspuren, ob irgendwo die Palisade da angegriffen ist oder ein Loch hat oder was auch immer. Und auch mal in die Vegetation rein, ob man da irgendwas sieht. Also du kannst gerne auch nochmal einen Wurf, so wie Sunny gerade eben, Wurf auf Verborgenes erkennen. Nö, Würfel wollen nicht. Und findest leider nicht. Aber jetzt unabhängig von dem Verborgenes Erkennenwurf, siehst du das Palisade, also dass das komplett intakt ist. Also da ist nichts irgendwie, da ist kein Loch drin, da ist nichts beschädigt. Das ist eigentlich alles so, wie es sein soll. Also wenn da jemand reingekommen ist, ist er durch die Eingangstür gekommen. Ja. Ja. Was ist euer nächster Schritt? Wo wollt ihr euch als nächstes umgucken? Black Peter sagt auch so, vielleicht, also ich würde mich vielleicht auch mal wieder zum Strand begeben. Ihr scheint ja irgendwie hier ganz gut zurechtzukommen. Ich weiß es auch ehrlich gesagt nicht. Oder habt ihr schon irgendwie was Hilfreiches weiter raus? Was willst du nur am Strand? Naja, ich will signalisieren, dass ich wieder aufs Boot kann. Sollen wir das hier alleine machen? Oder wie? Oder was? Na, ihr könnt mehr Bericht erstatten, wenn ihr was rausgefunden habt. Und dann fahrt ihr weg ohne uns? Na, ihr könnt ja signalisieren, wir schicken euch das Boot wieder rüber. Hat der Captain doch auch schon so gemacht. Oder seid ihr jetzt auch hier schon fertig soweit? Ja, wie fertig? Was meinst du? Der Typ liegt tot da drin, die Kiste ist leer, wir haben ja noch nichts. Ja, aber wenn es nichts gibt, was soll man machen? Vielleicht sind es doch Geister gewesen. Seid ihr sicher, dass das nicht irgendwie. Ja, aber was wollen Geister mit unserem Gold? Ich weiß es nicht. Ich weiß doch nicht, wie Geister ticken. Aber die können ja nichts mit dem Gold machen. Irgendwie wollen Geister einen das Gold wegschleppen. Ja, ihr habt ja recht. Das ist ja schon alles höchst merkwürdig. Aber denkt ihr, ihr findet hier noch mehr? Also ich würde nochmal, du hattest doch vorhin am Strand was gesehen gehabt, Toro, dass wir von da aus nochmal was gucken. Ja, müssen wir mal gucken, aber dann nehmen wir die anderen zwei mit. Wir trennen uns jetzt hier nicht. Ich weiß ja nicht, was. Pick fängt gleich das Kochen an oder was? Und der Admiral hockt sich dazu oder wie? Also, wenn es was zu essen gibt, will ich auch was. Wir müssen aber aufpassen, auch würde ich jetzt zu Toro sagen, dass der Admiral jetzt nicht Pick die ganze Zeit bequatscht. Pick? Ich bin still. Ich ernte nur. Pick ja, ist. Wir stehen ja nicht bei Ihnen gerade. Ja, ich wollte es nur sagen. Ich glaube, dass hier falsch rübergekommen ist. Ich quatsch nicht mit ihm. Ich helfe ihm nur zu ernten. Ja, aber wenn wir weggehen würden und so, das ist halt eben das. Ja, kann natürlich sein, weiß ich nicht. Aber Pick, der ist so treu. Meinst du, ja, gut, okay. Pass mal. Nur aufpassen. Ja, ist gut. Passen wir mal auf. Dann gehen wir mal zurück zu den beiden. Komm. Ja. Ja, ihr seid am Kartoffelernten und Bohnen und Tomaten. Pick, genug gegärtnert, jetzt kommen, wir müssen da unten mal noch eine Spur verfolgen. Ist das fürs Abendessen oder was? Ja, erst beim Mittagessen. Gut, auch ein Plan. Toro, du kannst doch nicht arbeiten, bevor du was gegessen hast. Wahre Worte. Ich guck mal auf den Sonnenstand, ist schon Mittagsessenszeit? Noch nicht ganz. Ihr seid ja relativ früh aufgebrochen. Ihr habt noch so zwei Stündchen habt ihr wahrscheinlich. Ja, Mittagessen ist aber noch nicht. Also kannst du nachher, jetzt lass uns unten noch die Spur verfolgen, dann kannst du kochen, okay? Aber was ist denn jetzt mit den Geistern? Ja, es sind keine Geister. Wieso sollen hier Geister sein, Pick? Komm, entspann dich. Ja, weil doch die Tür verschlossen war, Tom. Ja, entspann dich. Aber Piper hat auch gesagt, es waren Geister. Ja, Piper sowieso sagt ein bisschen. Viel. Aber also möglich wäre das schon mit den Geistern. Und der sagt auch, das sind Geister. Nicht hilfreich.
Entschuldigung. Aber möglich wär's. Aber Geister sind ja wenn dann in der Hütte. Und wir wollen ja jetzt von der Hütte weg einmal unten eine Spur angucken. Das waren Stiefelabdrücke. Geister und Stiefelabdrücke, das passt doch nicht zusammen, oder? Pick. Da hat er recht. Also Geister haben niemals Stiefel an. Hast du schon mal Geister gesehen? Nein, aber ich weiß das. Ich bin ein sehr gebildeter Mann. Hm? Doch, stimmt das? Ja. Also mit Stiefeln und Geistern. Ich glaube ja sowieso nicht an Geister. Das ist eher alles Quatsch. Na gut, dann vertraue ich euch. Dann gehen wir jetzt zurück. Ah, lass die Kartoffeln hier. Wer hat denn meinen Säbel eingepackt? Nur für den Fall der Fälle natürlich. Ja, ich hab den. Okay. Also ihr begebt euch praktisch von Goodman's Rest wieder zurück zu dem Strandabschnitt und da noch ein bisschen nach richtig? Mhm. Okay, wunderbar. Dann lauft ihr zurück. Black Peter begleitet euch natürlich. Ihr könnt gerne, wenn ihr den Strandabschnitt wieder erreicht, alle nochmal auf Verborgenes. Nee, ich sehe nichts mehr. José hat es geschafft. Pick hat es nicht geschafft. Und ja, Edward hat es auch nicht geschafft. Also nur der gute José findet einen. Irgendwo im Gebüsch, also so ein bisschen ab, also nicht direkt bei den Spuren, sondern so ein bisschen weiter rechts, irgendwie im Gebüsch, du guckst dir ja alles genau an, findest du einen Eimer, der irgendwie halb leer ist oder mehr als halb leer mit Pech. Also das sind so ein Eimer, da sind so Pechreste drin. Da. Der wurde also so ins Gebüsch geschmissen. Schaut mal. Pecheimer. Was braucht man Pech, um ein Boot abzudichten? Zum Beispiel. Zum Beispiel. Pech würde also, bei diesem Goodman da nicht verwendet, ne? Der hat keine Pech irgendwo hingeschmiert. Habt ihr nicht gesehen. Also es kann natürlich sein, dass da irgendwie das Dach auch ein bisschen mit abgedichtet wurde. Aber ansonsten. Also ihr habt der würde ja seinen Eimer nicht wegschmeißen. Nee, und ihr habt da auch kein frisches Pech irgendwie gesehen. Goodman hatte eine Menge Pech. Mhm. Er hatte richtig Pech. Ja, hat er. Bringst du es mal wieder auf den Punkt, mein Freund. Da müssen wir aufpassen. Vielleicht ist es Pech von den Geistern. Ich glaube eher, dass die Geister mit dem Pech weggefahren sind. Meinst du, die Geister bringen Pech? Geister bringen immer Pech. Dann sollten wir wirklich von hier verschwinden. Ja, aber hier sind ja keine Geister zum Glück. Wir müssen. Aber die haben doch das Pech gebracht. Nee, die sind mit dem Pech weg. Deswegen ist ja hier kein Pech mehr. Ihr verwirrt den Arm. Also, Pick, du bist jetzt völlig verwirrt. Erst gibt es Geister, die bringen Pech und dann gibt es plötzlich doch keine Geister mehr. Ich weiß nicht, was ich glauben soll. Ja. Lass uns doch die Spur nochmal da verfolgen. Die gehen da ein bisschen hoch und dann, weiß ich nicht, vielleicht seht ihr das. Ja, ihr könnt auch, dafür lasse ich euch gerne, wenn ihr jetzt konkret versucht, die Spuren, die ihr schon mal gesehen habt, findet ihr schon wieder. Ihr könnt gerne nochmal einen schweren verborgenes Erkennenwurf machen. Oder einen Spurenlesenwurf, ob und wie weit ihr den folgen könnt. Ja, sehr gut. Extremer Erfolg. Ich sehe nichts mehr. Ich bin irgendwie abgelenkt. Ich amüsiere mich immer noch über Pick und Pech und Geister. Ja. Also José schafft es irgendwie, die Spur wieder aufzunehmen. Und du siehst, also wenn du jetzt wirklich diesen drei Spuren folgst, siehst du, dass die schon wirklich in Richtung des Forts sich bewegt haben. Durch die Vegetation, oder was? Also sie haben wirklich diesen Trampelpfad wohl gemieden und sind praktisch eher so durch die Vegetation gegangen. Irgendwann verlierst du sie dann halt auch wieder aus den Augen, weil es unglaublich schwer ist, in der Vegetation so lang irgendwie der Spur zu folgen. Aber es zeigt schon sehr eindeutig, dass irgendwie, dass die sich auf dem gleichen Weg gefunden haben, wie ihr, als ihr dahin gelaufen seid. So. Was du aber auch siehst, du findest aber zufällig an so einer Weggabelung, ne, wo es praktisch, also der Trampelpfad führt eben einmal nach rechts zu Goodman's Rest und einmal nach links, wenn ihr da weiterlauft, kommt ihr irgendwann eben zu den drei Giebeln, ehemaligen Lepra-Dorf. Und du siehst irgendwie da fällt dir so eine ältere Spur auf. Aber nur von einer Person, die sich da irgendwie lang.
Ja, die können wir auch nochmal verfolgen. Mir kommt gerade noch die Idee, wenn hier keiner war und nur wir und da wurde einer abgeschlachtet. Ich meine, wir sind da gestern irgendwann angekommen, haben da die Nacht verbracht. Das könnte ja auch sein, dass irgendjemand, der von dem Schatz wusste, hier angelandet hat und da irgendwas abgezogen hat. Und unsere Crew. Ja? Den Gedanken hatte ich tatsächlich auch schon, weil wer wüsste sonst von dem Versteck in dem Boden? Also wir können auch mal zu dem Lepradorf gehen, aber es kann auch sein, dass da auch keiner ist. Und dann ist die Frage, ne, ich weiß, er kriegt das mit dem Pech alles noch nicht zusammen, aber sollten wir jetzt nicht ausschließen. Schatz weg und das als Pirat, nicht cool. Dann wahrscheinlich noch die eigenen Leute mit drin hängen, irgendwelche Wissenden. Naja, schauen wir mal, was wir da in der nächsten Folge alles herausfinden werden. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Macht's gut. Ciao.